Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Es ist versiegelt. Wir könnten wohl anklopfen? Wir haben keine Zeit hierfür. Ich werde ein Portal öffnen. Das ist nicht nötig. Das goldene Auge sagte eure Ankunft voraus. Willkommen. Der Abt, verzeiht unser Eindringen und hört euch an, was unsere Freundin zu sagen hat. Ja, Hallöchen. Seid gegrüßt, Champion. Das goldene Auge, Hermeus Mora selbst, sprach im Traum zu mir. Er erzählte mir, dass ihr herkommen würdet. Ich bin Andor Indoril. Es ist mir eine Ehre, als Abt und Historiker dieses Klosters zu dienen. Hermeus Mora spricht mit euch? Nur dieses eine Mal, weshalb ich mir dachte, ich höre lieber zu, wenn ihr mir versprecht. Weder einem der Mönche etwas anzutun, noch irgendwelche Folianten ohne Erlaubnis zu entwenden, dürft ihr das Kloster frei erkunden. Was genau sucht ihr hier? Wir suchen nach Relikten von Azura, Boetia und Mephala. Eine Klinge, eine Lampe und einen Strang. Ich kenne ein paar Klingen, die Boetia heilig sind. Doch mit Lampen oder Strängen bin ich nicht vertraut. Sie gehören nicht zu den Relikten, die man üblicherweise mit unseren Ahnengeistern verbindet. Doch hier werden mehr Geheimnisse verwahrt, als ein einzelner Gelehrter je entdecken könnte. Was empfiehlt ihr? Die Holamayan-Bibliothek natürlich. Wir haben viele Bände, die man sonst nirgendwo findet. Folgt mir, Champion. Der Haupteingang bleibt meist versiegelt, da die strengeren Ordinatoren unseresgleichen als Ketzer betrachten. Ich versichere euch, das sind wir nicht. Geht voraus. Ich habe eure Freunde zur Bibliothek geschickt. Sie liegt die Treppe rechts von euch hinunter. Okay. Was sind wir denn jetzt hier gerade? Haben wir hier nicht schon mal gekämpft? Das Echonier hat uns etwas zu zeigen. Das Schicksal führte uns erneut ans Ziel. Ja, darf ich mal kurz gucken? Vom Exil zum Exodus, Teil 1. Werden wir jetzt wieder wie immer nicht durchlesen, aber könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen. So, sonst ist jetzt hier... Doch, hier hinten ist noch eins. Oh, Teil 2 haben wir auch nochmal direkt hinterher. Selbiges gilt natürlich auch hierfür. Haben wir denn noch einen Teil 3 irgendwo rumliegen? Den wir vielleicht noch aufheben können, so... Hier geht die Treppe runter. Sieht mir nicht danach aus. Schade. Na gut. Geheimhaltung ist alles. Doch wir müssen etwas zurücklassen für den Fall, dass wir scheitern. Selbst wenn wir erfolgreich sind, muss in fernen Tagen womöglich erneut gehandelt werden. Herr Mamura lässt nicht zu, dass das geschieht. Doch ich stimme zu, wir sollten Anweisungen für jene hinterlassen, die nach uns kommen. Dieses Buch. Genau jenes hielten diese drei uralten Priester in der Erinnerung in Händen. Untersucht es, Entsandte. Ich dachte gerade, es ist Teil 3, ganz kurz. Testament von Danderas Helas. Auf Mephalas heiliges Geheiß bringe ich nun meinen letzten Willen zu Papier. Die Fürstin des Flüsterns ruft mich in ihren Dienst. Gerne schenke ich dir, dunklen Königin, mein Leben, der ich all meine Tage gedient habe. Ich bin in diesen Opfern nicht allein. Mich begleiten Priester von Azura und Boetia, die ihrerseits als Mittler und lebende Gefäße für die Fürsten auserkoren wurden, denen sie dienen. Gemeinsam müssen wir zum Schrein der unweigerlichen Geheimnisse reisen. Dort erwartet uns ein Tor in die Ebene von Hermeus Mora. Bereitwillig geben wir unsere sterblichen Körper unseren Fürsten, auf dass sie Apokrypha betreten und geheimen Rat gegen die Fürstin der Pfade halten können. Dieses Testament hinterlasse ich für den Fall, dass unser Opfer fehlschlägt oder in Vergessenheit gerät. Es gibt keinen Ort nirgends, den die Fürstin der Pfade nicht beschreiten und keine Entscheidung, die sie nicht ungeschehen machen kann. Mhm. Nur im geheimen Herzen von Apokrypha können unsere Fürsten sich treffen und ihren Untergang planen. Höret, Leser der Worte. Sollten wir scheitern, ist dies der Pfad, den ihr nehmen müsst. So, so. Sie kann also Entscheidungen quasi rückgängig machen.
verstehe so langsam. Diese frommen Priester gaben sich hin, damit ihre Fürsten sich insgeheim treffen können. Wir müssen das Tor finden, das sie genutzt haben. Es könnte der Zugang nach Apokrypha sein, den Torvesaat sucht. Was ist mit den Relikten? Wie fügen sie sich da ein? Torvesaat meinte, die Relikte würden ihm helfen, Itelia zu finden. Er glaubt wohl, dass sie ihn zu einem Tor nach Apokrypha führen werden oder zur letzten Glyphik in Mythos. Wir müssen das Tor vor ihm finden. Doch ich habe keine Ahnung, wo der Schrein der unweigerlichen Geheimnisse liegt. Wenn es ein Schrein an Hermeus Mora ist, kann er uns dann nicht einfach sagen, wo er steht? Der Lauf des Schicksals ist nie so geradlinig. Viele mögliche Zukünfte zweigen sich von jeder Entscheidung ab, die wir treffen. Wenn wir zu viel wissen, entscheiden wir uns anders und ändern so den Ausgang. Daher sagt uns Mora nur, was er uns sagen muss. Als Schicksalserwählte werdet ihr auf unserem Weg vorangehen. Wie genau finden wir dann diesen verlorenen Schrein? Wir sind in einem Kloster, das sich uraltem Wissen verschrieben hat. Hier muss es doch ein Buch oder einen Gelehrten geben, die uns den Weg weisen können. Abt Andor meinte, eure Ankunft wurde vorhergesagt. Vielleicht wird derjenige, von dem wir dieses Geheimnis erfahren sollen, euch ebenfalls erkennen. In Ordnung. Ich höre mich um. Ja, laufen wir mal ein bisschen in der Gegend rum und fragen mal nach. Wahrscheinlich ist es der Letzte. Seid gegrüßt, Sera. Wir haben nur wenige Besucher hier in Holamayan. Wisst ihr, wo sich der Schrein der unweigerlichen Geheimnisse befindet? Ich habe noch nie von einem solchen Schrein gehört. Doch der Name klingt nach etwas, was Hermeus Moras Gunst haben könnte. Vielleicht ist Nias damit vertraut. Er hat ein besonderes Interesse an Wissen über den Fürsten der Geheimnisse. Wo stand der Name? Nias. Okay. Kein Hallo, kein gar nichts, aber sie hat uns freundlich geholfen. Also kein Hallo unsererseits leider. Heißt du Nias? Du heißt nicht Nias. Dann gehen wir mal direkt zu dem Nächsten. Was dann auch der Letzte wäre auf unserem Weg. Genau wie ich es gesagt habe. Sonderbar. Ich spüre eine mächtige arkane Aura, die euch umgibt. Ihr tragt etwas bei euch, was man nur selten auf dieser sterblichen Ebene sieht. Es riecht nach den schwarzen Künsten aus dem Reich des Vergessens. Wundersam. Dürfte ich es sehen? In Ordnung. Dies ist das Echonia. Faszinierend. Ein Relikt, das vom goldenen Auge selbst erschaffen wurde. Nur wenige Sterbliche durften so etwas je erblicken. Ich merke schon, dass Hermeus Mora euch für etwas Besonderes auserkoren hat. Eine wirklich seltene Ehre. Ihr verehrt Hermeus Mora? Verehrung impliziert, dass das Ziel der Ergebenheit auch Schmeicheleien wünscht. Hermeus Mora ist über solche Eitelkeiten erhaben. Ich schenke ihm meinen Respekt, nicht meine Gebete. Wenn man die Geheimnisse der Ebenen aufdecken will, ist das nur ratsam. Wisst ihr, wo ich den Schrein der unweigerlichen Geheimnisse finden kann? Ah, der legendäre Schrein von Anudnamia. Manche sagen, die Katastrophe ereignete sich nach der Geburt des Tribunals. Doch ich glaube, sie trug sich schon in der meretischen Ära zu. Falls der Schrein noch steht, dann irgendwo entlang der Küste im Norden. Vielleicht könnt ihr ihn mit eurem Relikt finden. Ja, versuchen wir es doch mal. Ich belauschte euer Gespräch, Entsandte. Anudnabia ist etwas nördlich von hier. Gadain und ich treffen euch dort. Okay, Frau Lauscherin. Oh, hier ist auch noch was zu lesen. Die 36 Lehren, Lektion 29. Schade, ich habe gerade wirklich gedacht, das wäre vielleicht das Ende. Das Ende der Worte ist Almsivi. Okay, habe ich jetzt nicht verstanden. Aber gut. Wo müssen wir denn hin? Sie hatte gesagt, etwas nördlich von hier. Ach, da oben. Ja, dann mache ich mich erstmal auf den Weg dorthin. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Wie ich denn da hinkomme, heißt das. Ja!
Sucht nach dem Schrein. Ah, der ist hier unten. Ah, Enzante. Gerade rechtzeitig. Nutzt das Echonier, um zu sehen, welche Erinnerung euch zum Schrein führt. Die Fürstin der Pfade ließ diese uralte Stadt vom Meer verschlingen. Hermoras Tempel liegt nun unter den Wellen. Dann müssen wir dorthin. Mephala, Fürstin des Flüsterns, nehmt diese sterbliche Hülle. Ich bin bereit. Moetia! Ich rufe euch an! Dunkle Kriegerin! Lasst mich euch zum Konklave der Fürsten tragen! Priester ließen Fürsten von sich Besitz ergreifen und wateten ins Wasser? Ah, ich weiß, wo wir den Schrein finden. Das ist gut, aber ich muss mal eben das Buch nehmen. Die lebenden Götter. Wenn das weg ist, dann könnt ihr euch das Ganze auch durchlesen, wenn ihr möchtet. So, das kann man auch sehen. Offensichtlich ist Anudnabias verlorener Schrein schon vor Ewigkeiten im Meer versunken. Ein passendes Ende für einen Ort, der dem Meister der Gezeiten des Schicksals gewidmet war. Doch er wird schwierig zu erreichen sein. Wie können wir einen versunkenen Schrein erreichen? Ein untergegangener Schrein erfordert einen Zauber. Ich werde einen arkanen Schild weben, der es uns erlaubt, am Meeresgrund zu atmen und zu wandeln. Als diese uralten Priester besessen waren, müssen sie dasselbe getan haben. Geht ins Wasser, sobald ihr bereit seid. Okay. Ah, das ist ja wie im Verlies. Muss man hin? Geradeaus. Frage ist, müssen wir jetzt hier unten noch kämpfen? Weil das wäre natürlich ziemlich blöd. Oh je, da hinten bewegt sich aber schon was, ne? Wir müssen auf jeden Fall da in die Richtung. Aua, was war denn das? Das ist unglaublich. Wir spazieren am Meeresgrund entlang, als wären es Necrons Straßen. Bleibt wachsam und geht beide einfach geradeaus. Achtet auf etwaige große räuberische Meerestiere. Ja, super. Stürzt euch ins Meer, dann überlebt ihr. Vielleicht. Ja, geil. Und was hat mich jetzt gerade so weggeknallt? Ach, der! Alter! Aber sonst geht es euch gut hier. Ich hoffe, dass die meine Hülle jetzt nicht hier kaputt machen. Da vorne. Ich glaube, ich sehe den Schrein. Ah, ich habe schon wieder keine Ausdauer. Achso, ich kann ja aber auch nicht allzu schnell laufen. Ja, super. Dann wartet mal auf mich, bis ich da bin. Das ist wie im Verlies, da kann man auch nur schleichend durchgehen unter Wasser. Hallo? Ja, gut. Komme ich hier aus dem Wasser raus? Ich sehe nämlich gerade überhaupt gar nichts. Ah, jetzt. Gott. Eine Insel? Wo sind wir? Und wer sind diese Krieger? Eine Halbebene. Keine Insel. Wir sind nicht mehr in Nirn. Torvesaat muss in der Nähe sein. Die Rückbesinnung hat diesen Ort nicht ohne seine Hilfe erreicht. Leramil ist erschöpft. Findet Torvesaat. Wir holen euch ein. Okay, kein Thema. Boah, wieso bleibt man jetzt hier schon wieder im Grashalm hängen? Aber das ist nett, dass ihr mir schon mal die großen Gegner wegmacht. Dankeschön. Nee, keine Suche. Ich hasse diese Geräusche. Da drehen sich mir die Zehennägel immer hoch bei diesen Geräuschen. Also die zu bekämpfen ist die eine Sache, ne? Aber nee, da müssen wir nicht hin. Moment. Darum. Aber die Geräusche. Ja, genau das meine ich. Lass doch sein. Natürlich. Wen haben wir denn da schon wieder? Boetias Klinge führte mich zu diesem Portal.
zum Pfad nach Mythos, ins Herz von Apokrypha. Nur wer die Essenz von Azura, Boetia oder Mephala trägt, kann dieses Portal verwenden. Das Tor erkennt Boetias Klinge. Jetzt kann ich nach Mythos zurück und endlich meine Fürstin finden. Ein dauerhaftes Portal nach Mythos? Ich wusste nicht, dass so etwas existiert. Schicksalserwählte Halt, wir müssen reden. Ja, wie immer, wenn er angeschlichen kommt der hier. Der Wissende ist hier. Sprecht nee. Mit ihm, Entsandte. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Torvesat erweist sich als erstaunlich einfallsreich. Ich erschuf dieses Tor so, dass es nur die sterblichen Gefäße meiner Verbündeten nach Apokrypha lassen sollte. Doch das Relikt von Boetia, das er bei sich führt, täuschte meine Verteidigung. Ein gerissener Plan. Irgendwie hatte er schon Respekt vor ihm, habe ich so das Gefühl, ne? Wo ist Torvesat hin? Torvesat ist in Mythos eingedrungen. Das Herz meiner Ebene. Zweimal schon fand er einen Weg zu einer Glyphik, in der Geheimnisse verwahrt wurden, die er suchte. Nur ein Teil bleibt noch versiegelt. Ihr müsst ihn davon abhalten, die Glyphik der zerschlagenen Reflexionen zu erreichen. Wie? Das Tor ist geschlossen. Und wir haben keine Relikte von Boetia, Azura oder Mephala. Ich habe dieses Tor erschaffen und befehlige es auch immer noch. Seht, dieses Portal wurde geöffnet und wird euch dorthin bringen, wohin Torvesat gegangen ist. Was nun geschieht, liegt in euren Händen. Ich wage nicht, mich noch mehr ins Schicksal einzumischen. Was meint ihr damit, dass ihr es nicht wagt, euch einzumischen? Ihr seid die Schicksalserwählte. Diese Aufgabe wurde euch übertragen. Nicht von mir, sondern durch die Bedürfnisse von Kausalität und Konsequenz. Wenn ich versuche, Torvesat aufzuhalten, werde ich scheitern. Ihr könntet allerdings eine Chance haben. Das ist das Wesen der Sterblichen. Nun, geht. Diese Stimme, ne, die geht einen echt durch Mark und Bein. Okay. Mythos in Apokrypha. Das Herz von Hermeus Moras Domäne. Torvesat ist irgendwo vor uns. Ja, ich dachte, du hättest jetzt irgendwas Wichtiges zu sagen, was ich noch nicht wusste. Okay, nee, wir müssen dahin. Du hast mich nicht gesehen. Da müssen wir nicht hin. Ich blick grad nicht mehr durch, wo ich eigentlich bin. Ich denke, vorwärts, wir müssen hier durch. Klar, Scherbensand, zeigt ihnen unsere Wut. Okay, wir gehen auf jeden Fall zur richtigen Ebene, wenn ich das richtig sehe. Das sieht gut aus. Das sieht schlecht aus. Den mag ich nicht, den hatte ich schon mal als Gegner. Der ist scheiße. Oh ja, natürlich. Wer ist es denn diesmal? Was macht denn jetzt das Spiegelplasma? Kommt das jetzt zu mir oder nicht? Können wir jetzt hier endlich die Tür mal nehmen? Sich ab, genau. Dankeschön. So, Funke, komm mit. Endkampf. Ja. Habe ich so schön gesagt. Ist tatsächlich auch so. Ich erinnere mich an unsere Ebene. Spiegelmoor, die Telias-Diener erwachen.
Nehmt mal mir die Sklave und beschützt uns beide. Das ist toll, ich komme noch gerade nicht hin. Wurde als Feind und mir fehlt die Zeit, es ihnen zu erklären. Diese Sterblichen stellen sich den Truppen von Spiegelmoor entgegen. Och nein, komm. Ja, natürlich. Was interessiert mich das mit dem Schützen? Die Schicksalsströme hauchen euch neues Leben ein. Mann, das nervt. Immer wenn man eine Ulti geworfen hat, ist er unsiegbar. Wahrscheinlich war es kurz vorher schon. Oh, mein Block hat er voll geschlagen. Okay. Mir, meine Freundin. Mach ich. Scheiße. Die Fundamente von Apokryphen und ihre Kraft durch die Schicksalsfäden wiederherstellen. Was ist mit dir? Warum stehst du da hinten? Hallo? Was macht die denn? Die soll dich heilen. Die soll das benutzen, was ich drücke. Ja, natürlich. Echt geil. Spürt, wie die Schicksalsströme euch durchfluten. Hallo. So, ich hab keine. Kann ich noch nicht heilen? Die Farbe beschützt uns beide. Ja, war ja jetzt nervig. Jetzt habe ich zweimal eine Ulti geworfen. Beim ersten Mal, gut, es kann sein, dass ich die zu spät geworfen habe, als er schon das Schutzschild hatte. Beim zweiten Mal hat er kein Schutzschild und sobald ich die geworfen hatte, hat er wieder ein Schutzschild. Ah, ist das nervig. Habe gesagt, er hat die letzte Glyphik gefunden. Die letzte Glyphik und das endgültige Geheimnis. Nein, es ist meins, es ist meins. Was mit Fürstin Itelia geschah. Hallo. Fürstin Itelia ist besiegt. Nun müssen wir alle unseren Sieg vergessen. Vergessen? Wie ich mir diese sterbliche Hülle nahm und Itelia mit meinem Stern aufspürte? Azura und ich leisteten unseren Beitrag mit diesen Gefäßen aus Fleisch und mit der Lampe und Tilga. Denkt nach, werte Fürsten. Der Herr des Schicksals hat recht. Sperrt Itelia in Mythos ein, Mora. Dann löscht die Erinnerung an ihre Existenz aus. Eingesperrt von Feiglingen. Im Stich gelassen von Verrätern. Doch ich erinnere mich und weiß, wie ich meine Fürstin befreie. Weggeschlossen Äonen langer Leihen. Ich befreie meine Fürstin und stelle ihn. Nein, ich bin schneller, ich bin schneller. So spricht mit Torfesat. Lea? Nach all meinen Streifen durch das Reich des Vergessens und Nirn? Gequält von einer unstellbaren Frage? Ist dies meine Antwort? Ich habe meine Fürstin nicht vergessen! Ich verstehe das nicht. Wo ist Fürstin Itelia? Wenn sie entkommen ist, warum hat sie sich nicht mit mir in Verbindung gesetzt? Ihr! Ist das eine Art List des Herrn des Schicksals? Ich bin so überrascht, wie ihr es seid, Torvesat. Nein, das ist kein Trick. Seht ihr es nicht? Fürstin Itelia ist entkommen. Sie hat sich selbst aus diesem Kerker befreit, oder es geschah durch eine Hand, die nicht die meine ist. Vielleicht war es auch nur das Erinnern, das ihre Macht wiederhergestellt und die Bande gelöst hat. Ich weiß es nicht. Wenn sie entkommen ist, wohin würde sie wohl gehen?
Fürstin Itelia ist die Herrin der unbereisten Straße. Sie könnte überall sein. Vielleicht wird sie von Orten oder Dingen angezogen, die sie kannte, bevor ihre feigen Gegner sie wegsperrten. Ja, so muss es sein. Und ich weiß, was zu tun ist. Lebt wohl, Sterbliche. Wo geht ihr hin? Meine Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Ich muss meine Fürstin finden, ihr helfen, die Macht wiederherstellen, die ihr rechtmäßig zusteht. Und es gibt noch andere Sprosse da draußen. An sie erinnere ich mich nun auch. Sterbliche, Schicksalserwählte. Ich rechne damit, dass sich unsere Pfade wieder kreuzen werden. Torvesaat, wartet! Dieses Schicksal wurde geschmiedet, als Torvesaat die erste Glyphik öffnete und sich zu erinnern begann. Kehrt zum Mythosgewölbe zurück, Sterblicher. Wir müssen reden. Ja, ich würde sagen, dann machen wir das auch. Und sehen uns gleich dort wieder. Man nennt mich den Meister der Gezeiten des Schicksals. Ich nehme alles wahr, was geschehen könnte. Doch kann ich mir nicht den Ausgang auswählen, der mir am liebsten wäre. Entscheidungen und Zufälle bestimmen, welche Möglichkeiten eintreten. So wie diese. Itelia ist frei. Ihr sagtet, die Wirklichkeit würde enden, wenn Torvesaat erfolgreich wäre. Habt ihr euch geirrt? Ich habe nicht gelogen, Schicksalserwählte. Ich sagte euch, was ihr wissen musstet, um die Katastrophe abzuwenden. Und die Katastrophe wurde abgewendet. Fürs Erste. Der Ausgang, den ich vorhergesehen habe, wird immer noch eintreten. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wie ist Fürstin Itelia entkommen? Die Spitze war nie Itelias Gefängnis. Dass sie vergessen wurde, hingegen schon. In dem Augenblick, als sich Torvesaat letztendlich an seine Fürstin erinnerte, schwand auch die Macht, die Itelia festhielt. Jetzt bilden sich neue Pfade vor uns. Manche führen ins Überleben, andere in die Vernichtung. Was können wir tun, um der Vernichtung zu entgehen? Eine Frage, die wir alle bedenken müssen. Itelia und ihresgleichen sind Ungesehene. Ich kann ihr Wirken nicht wahrnehmen. Noch kann ich teilen, was ich erkenne, um den Lauf der Ereignisse nicht zu verändern. Beratschlagt euch mit Lehrer Miel der Weisen und wartet darauf, dass sich ein neuer Pfad öffnet. Gut, ich spreche mit Leramiel der Weisen. Fürstin Itelia ist ihrem Kerker entkommen. Doch die Wirklichkeit besteht weiter. Und Torvesaat scheint die Ereignisse auch nicht besser zu verstehen als wir. Wie ich immer wieder erleben musste, übersteigen die Ränkespiele im Reich des Vergessens das sterbliche Verständnis. Herr Meus Mora hat mir aufgetragen, euren Rat einzuholen. Das hörte ich. Und er hat uns nicht entsandt, um Torvesaat zu verfolgen. Wir müssen wohl selbst über den nächsten Schritt entscheiden. Wir sollten nach Nirn zurückkehren, um uns zu sammeln und uns an den Rat des Wissenden halten. Warten wir ab, bis sich ein Pfad vor uns auftut. Ist Itelia nicht die Fürstin der Pfade? Dieser Umstand ist mir nicht entgangen, Entsandte. Torvesaat sprach davon, seine verlorene Ebene wiederherzustellen,
Spiegelmoor nannte er sie. Und er dachte auch, Itelia würde an Orte zurückkehren, mit denen sie vertraut ist. Kehren wir nach Gradwald zurück und konferieren wir mit eurem Freund Beragon. In Ordnung, gehen wir nach Gradwald zurück. Durch welches Portal? Achso. Ja, ja? Nehmen wir das. Irgendwo da hinten? Nee, jetzt ist er doch wieder hier. Nee, wir müssen erst mal mit ihr sprechen. Deswegen. Ich bin erleichtert, Zeugin der Beständigkeit des Makrokosmos zu sein. Unsere Wirklichkeit ist noch nicht ganz zerfasert. Fürs Erste müssen wir abwarten und alles beobachten. Irgendwann werde ich Torvesats Vorüberziehen in den Schicksalsfäden bemerken. Dann werde ich nach euch schicken, Entsandte. Das war es also fürs Erste. Wir warten einfach ab? Fürs Erste, ja. Nach dem, was Torvesat sagte, erwarte ich, dass wir ihn in den Westauen finden. Ich werde Beragon bezüglich dieses Gebiets zu Rate ziehen und euch Bescheid geben, wenn ihr gebraucht werdet. Dank euch haben wir noch eine Gelegenheit, unsere Welt zu bewahren, obwohl Itelia frei ist. Ja, und wir erhalten einen friedlichen Begleiter, nämlich die Spiegelmoor-Schlammkrabbe. Fürstin Itelia, die vergessene Fürstin. Jene Fürstin, die Hermaeus Mora so sehr fürchtete, dass er sie einsperrte und sie aus jeglicher Existenz auslöschte. Nun ist sie frei und Torvesat sucht nach ihr. Ich vermute, wir werden nur allzu bald Anzeichen ihres Treibens sehen. Was werdet ihr tun, während wir auf ein Zeichen warten, Lehrer Miel? Erst muss ich Gadein nach Nekrom zurückbegleiten. Er muss über Morrowind wachen, falls ich mich irre, was Torvesats nächsten Schritt angeht. Danach werde ich in die Westauen reisen, mich mit Beragon beratschlagen. Abwarten, beobachten. Früher oder später wird Itelias Anwesenheit die Schicksalsfäden stören. Und ihr werdet euch mit mir in Verbindung setzen, sobald ihr etwas erfahrt? Natürlich, Entsandte. Ihr seid die Schicksalserwählte. Jede Hoffnung, die wir haben, das Unglück abzuwenden, ruht auf euch. Ich bin nur hier, um euch bei diesen Bemühungen zu helfen. Geht fürs Erste euren üblichen Beschäftigungen nach. Wir werden eure Stärke und euren Mut allzu bald brauchen. Ja, es hieß zwar, dass wir mit ihm nochmal sprechen sollten. Wir werden das jetzt einfach mal intern noch tun. Nach unserem Besuch im Reliquiar der Sterne zog sich die Rückbesinnung zurück. Ich bin allerdings über einen interessanten Hinweis gestolpert. Sie war besonders an Ruinen in den Westauen interessiert. Was ironisch ist, da ich in Skingrad lebe. Ja, ich weiß jetzt nicht, worauf das bezogen ist. Beragon, was macht ihr hier? Ich schätze, diese Sache mit dem Kult der erwachenden Flamme und Kaiser Leowigs Ältestenrat hat mich aus dem Ruhestand geholt. Ja gut, das haben wir schon. Dann nehmen wir mal den zweiten Teil. Nach unserem Besuch im Reliquiar der Sterne zog sich die Rückbesinnung zurück. Ich bin allerdings über einen interessanten Hinweis gestolpert. Sie war besonders an Ruinen in den Westauen interessiert. Was ironisch ist, da ich in Skingrad lebe. Lehrer Miel meint, Torvesat könnte als nächstes in die Westauen gehen. Ich bin nicht sicher, ob mir all das plötzliche Interesse an meiner Heimat recht ist. Ich werde Lehrer Miel mit allen Informationen versorgen, die sie braucht. Danach muss ich nach Skingrad zurückkehren, um dieser Verbindung auf den Grund zu gehen. Dieser Verbindung? Zwischen einem Aileidenkult und diesem Dremora Torvesat. Es ist wirklich merkwürdig, dass sie gemeinsame Sache machen. Falls ihr und Lehrer Miel euch in Skingrad wiederfindet, sucht mich auf. Wenn sich das so entwickelt, wie ich es erwarte, könnte ich eine Verbündete wie euch brauchen. Ja, ich würde sagen, dass wir dann damit das Ende tatsächlich erreicht haben. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall im neuen Gebiet, also sprich im Kapitel Golden Road, wiedersehen. Und ja, ich
Ich bin mal gespannt, wie es da so wird. Optisch finde ich es ja nicht ganz so schön, weil ich diese Spiegeloptik so überhaupt nicht mag. Aber es soll ja anscheinend auch wieder so ein bisschen Richtung Summer's End und so, also so ein bisschen blumiger werden. Deswegen bin ich wirklich mal gespannt, was da alles auf uns wartet. Und ich denke, die Quest wird auch wieder richtig toll werden. Und es kommt ja auch noch das Zauberweben hinzu. Darauf freue ich mich auf jeden Fall auch sehr. Ich sag dann erstmal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.